Das alte Turnhaus in Leoganghütten ist ein Wohn- und Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert. Jetzt beherbergt es das neue Bergbau- und Gotikmuseum, das vor kurzem eröffnet wurde. Zugleich mit einer sehenswerten Marienausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Salzburg-Museum und der Nationalgalerie Prag entstanden ist. Wir haben das neue Gotikmuseum und seine Schätze besucht. Das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang ist um ein Haus erweitert worden. Innerhalb von 2 Jahren hat man das alte Turnhaus liebevoll denkmalgerecht saniert. Die beiden Museumsgebäude sind unterirdisch mit einem großzügigen Ausstellungsraum verbunden. Hier wird mittelalterliches Kunsthandwerk präsentiert. Vor allem das Schmiedehandwerk hat eindrucksvolle Spuren hinterlassen. Beschläge, Türklopfer, Schlösser aus Eisen. Dann Sachen aus Limoges, wo wir sehr stolz sind. Wir haben eine der größten Sammlungen in ganz Österreich. Das ist eine Grubenschmelztechnik, die aus dem fernen Osten stammt und die in Limoges in Frankreich perfektioniert wurde. Das neue Museum beherbergt zum Beispiel eine bergmännische Schatz- und Wunderkammer und ist im Besitz wahrer Kostbarkeiten, wie etwa diesem Altar aus der Werkstätte Erasmus Grasser aus dem Jahr 1502. Oder dieser geschnitzten Gebetsnuss von Maria von Burgund, der Ehefrau von Kaiser Maximilian I. Diese Gebetsnuss ist um 1490 hergestellt worden aus Buchsbaumholz. Und diese Nuss war am Rosenkranz der Kaiserin Maria von Burgund. Höhepunkt im Museum ist die aktuelle Sonderausstellung Schöne Madonnen in Gusstein um 1400. Gezeigt werden 27 gotische Muttergottesdarstellungen, die alle aus Salzburger Werkstätten stammen und heute teilweise weit verstreut sind. Diese innige Verbindung zwischen Mutter und Kind, das ist das Herausragende dieser Zeit, und die Ausstrahlung dieser Madonnen spürt man eigentlich sehr deutlich, wenn man in diesem Raum steht. Viele stellen sich sicher die Frage, wie kann man Stein gießen? Der Künstler schafft eine Form, dann wird ein Kalkstein fein gemahlen zu Mehl und da wird ein Topfen dazugegeben, das wird vermischt und dadurch entsteht eine chemische Reaktion. Diese Masse von dem Mehl und dem Topfen härtet aus, wird sehr fest und man kann dann die Form abschlagen und die wunderschöne Madonna steht dann fertig da. Die Ausstellung Schöne Madonnen ist bis Ende Oktober noch in Leogang zu sehen und ab 20. November dann in der Nationalgalerie in Prag.